Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Mein Name ist Floft und ich zeige euch heute, wie ihr Camtasia Studio 8 kostenlos benutzen könnt. Dazu öffnet ihr einmal Camtasia Studio, also wenn ihr es runtergeladen habt. Ich verlinke euch dann, ist auch nochmal in der Videobeschreibung. So, dann steht bei mir, es sind noch 22 Tage. 30 Tage geht die Testversion, klickt einfach auf Fertigstellen und dann schließen. Dann minimiert ihr das Ganze. Viele von euch werden es ja sicherlich schon kennen, wie das geht. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es. Also ich zeige euch es trotzdem nochmal. Dann drückt ihr auf die Windows-Taste und dann R. Dann gebt ihr da unten Drag. Edit ein. Drückt Enter. Dann öffnet sich das. Dann habt ihr hier die Ordner. Ja, es sieht jetzt ein bisschen. Wo sind da? So. Dann geht ihr auf Local Machine. Auf Software. Dann auf Classes. Dann sucht ihr euch einen von den Ordnern hier oben aus. So. Dann drückt ihr da einmal drauf, drückt dann D und dann gleich R. Dann geht ihr da unten auf DROM, JM, File, klickt dort doppelt drauf und löscht den Wert. So. Das war's, dann könnt ihr das schließen. Dann schließen wir das nochmal. Und ja, dann müsst ihr jetzt 30 Tage stehen. Das funktioniert immer. Ja, und dann, ihr könnt auch aufnehmen, ganz kostenlos, mit Open Broadcaster Software. Das ist ein kleines bisschen komplizierter als Camtasia Studio. Also bei Camtasia Studio sieht es dann so aus, habt ihr halt die Dauer. Habe ich ja vorher schon gesagt in dem Video. Das geht einfacher. Und hier müsst ihr dann halt bei Einstellungen, Audio-Einstellungen und bei den Quellen müsst ihr dann halt hinzufügen. Habe ich jetzt League of Legends und dann Monitoraufnahme. Hat sowas. Also, das ist mit Camtasia Studio einfacher und auch schöner, weil ihr könnt halt dann hier auch unten gleich schneiden. Aber das habe ich ja davor in dem Video schon alles gesagt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr noch was wissen wollt, über was ich ein Tutorial oder Sachen habt, über die ich ein Tutorial machen soll, sendet mir das per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse lautet floft@rap.de. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.